Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute zu einer neuen Folge von unserer Wow to Glory, also dem Account, wo wir 0 Euro investiert haben. Und ihr seht schon, wir haben 926.000 Münzen mittlerweile. Also wie ich finde, eine sehr, sehr gute Bilanz nach jetzt ungefähr einem Monat. Wir haben ja nicht in der letzten Weekend League gespielt, sondern in der davor. Also haben vor ziemlich genau einer Woche unsere Rewards geöffnet und da hatten wir richtig viel Glück. Ihr könnt euch ja sehr wahrscheinlich noch sehr gut daran erinnern. Unter anderem Neuer, Bale ich glaube Lukas war noch dabei, den wir gezogen haben. Ich habe sonst mein Main-Team verkauft vor der letzten Weekend League, weil ich war mir relativ sicher, dass die Spieler ein wenig sinken. Der ein oder andere ist, glaube ich, ein bisschen gestiegen, jetzt wieder zur nächsten Weekend League. Aber ist auch völlig egal, denn wir bauen uns heute ein neues Team. Wir hätten sowieso unser Team ziemlich extrem umbauen müssen, da wir ja Bale gezogen haben. Und dadurch waren wir ja relativ, dadurch hatten wir einfach relativ schnell sehr viel mehr Coins als vorher. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier noch ein paar Spieler, die ich jetzt hier noch verkaufen muss, auch ein paar Informs. Also wir kommen wahrscheinlich so auf 950k auf jeden Fall. Ziel ist es, am Ende dieses Video ein Team zu bauen. Das Team, was ich mir jetzt gerade gebaut habe, ist ungefähr gerade bei 1 Million Coins. Also, ob das funktioniert, sehen wir zum Ende dieser Folge. Ihr seht, ich habe 11 Packs vorbereitet. Auch da wieder, das sind Packs von irgendwelchen Top-Partien und auch von irgendwelchen anderen SBCs und so. Da haben wir auf jeden Fall ein paar gute Packs. Ich werde jetzt einfach mal aufmachen, denn ich brauche ungefähr noch so 50k. Ansonsten werde ich halt jeden einzelnen Spieler irgendwie verkaufen. Es wäre gut, wenn ich nicht so viele Spieler verkaufen muss, denn ich möchte, wenn möglich, viele First Owner behalten für diese Icon Swap Challenge. Das habe ich mir nämlich vorgenommen, auf jeden Fall zu machen hier auf dem RCG-Account. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche von diesen Swap-Karten macht ihr denn? Ich hatte jetzt überlegt, Ferdinand oder vielleicht auch sogar auf Drogba zu gehen. Und ich sehe gerade, der Silberspieler kostet 5k. Ich habe den jetzt einfach mal so mehr oder weniger aus Spaß halt nachgeschaut, was der kostet. Dann gucken wir einfach mal, ob der direkt abläuft. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade viele Silberspieler viel wert sind. Nee, das war jetzt wohl einfach nur ein bisschen Glück. Okay, nehme ich gerne mit, wenn der verkauft wird. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne euren Tipp unten in die Kommentare schreiben. Ich finde auch auf jeden Fall Rio Ferdinand sehr gut. Aber ich wollte eigentlich einen Angreifer halt, wie gesagt, haben. Deswegen mal schauen, ich wollte auf jeden Fall nicht auf beiden Accounts die ganzen Squad Battles Spiele spielen. Auf jeden Fall eher auf meinem RTG-Account, weil auf meinem Main-Account kann ich wahrscheinlich einfach den Ferdinand holen und dann sollte das klar gehen. Dafür muss ich nicht so viele Squad Battles Spiele spielen. Und wie gesagt, jetzt bin ich halt gerade dabei, in Division Rivals die ganzen Sachen zu machen. Ich habe ja auch am Mittwoch gelivestreamt. Dort hatten wir dann, dort haben wir schon die ein oder andere Swap-Karte freigeschaltet. Und das ist auch noch wichtig. Aber bevor ich das hier vergesse, wir holen natürlich noch unsere Rivals Rewards ab. Ihr seht allerdings, kam ich da in Rang 5, denn ich habe einfach nicht mehr spielen können. Also ich habe ja keine Weekend League gespielt, dadurch fehlten mir die 12.000 Punkte. Deswegen kriegen wir hier 4, ich glaube 15k Packs und nicht mal 15k Packs untauschbar. Die machen wir aber alle auf, denn wie gesagt, auch die ganzen Spieler kann ich ganz gut, glaube ich, benutzen für diese Icon-Swap-Spiele, aber halt wie gesagt, die sind untauschbar, deswegen ziehen wir die einfach mal direkt als erstes. Aber halt sehr, sehr viele Spieler, was uns wieder sehr viel weiterhilft, um andere SBCs zu machen, um dann halt wieder tauschbare Spieler zu bekommen. Also auch das war eigentlich in Ordnung, muss man ganz klar so sagen. Das war jetzt eigentlich, ja, dafür, dass wir jetzt nicht so viele Spiele gemacht haben, kriegen wir da doch einige Spieler raus. Ich denke, damit kann man so zufrieden sein. Vielleicht ziehen wir sogar ein Board oder so. Auch das ist leider noch kein Board. Aber Ziel, wie gesagt, ist irgendwie durch diese Packs 50.000 Münzen zu machen. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich mal schauen, ob ich irgendwie ein, zwei Spieler günstig ersnipen kann. Gerade wenn ich jetzt einen Spieler hole, der mehrere 100k kostet, kann man ja auch mal schnell irgendwie, weiß nicht, 20k oder so sparen. Wenn man schnell genug ist, das werde ich aber dann sehen, was dann im Endeffekt mein Kontostand sagt. Denn ich habe zumindest vor, die nächste Weekend League jetzt wieder zu spielen. Dann seht ihr wahrscheinlich am Montag oder am Dienstag meine nächste Weekend League mit dem RTG-Team. Denn auf der Xbox muss ich nicht unbedingt dieses Wochenende spielen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, neues Team mit dem RTG-Account, warum nicht? Das könnte auch auf jeden Fall ziemlich nice werden. Aber erstmal hoffe ich natürlich, dass wir hier ganz entspannt irgendwie auf ein paar Coins kommen. Denn die sind wirklich bitter notwendig. Das habe ich wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gesagt bei meinem RTG-Team. Aber ich versuche halt irgendwie auch, wenn ich sehe, ich habe so und so viele Coins, fast alle Coins zu benutzen. Weil man kann ja schon relativ gut mittlerweile so die Spieler upgraden. Und dann versuche ich halt auch das Team so aufzubauen,
dass es halt nah am Maximum ist. Hier haben wir noch einen seltenen Spieler und dann haben wir auf jeden Fall auch viele ordentliche Packs. Und deswegen ist es jetzt auch diesmal so, ich hätte die Spieler wahrscheinlich schon Montag oder so kaufen sollen, weil jetzt, ich nehme das Video gerade am Donnerstagabend auf, jetzt sind die Spieler halt wieder deutlich teurer. Das habe ich ein bisschen verplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, man kann auch nicht immer alles richtig machen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eins von diesen 25k-Packs auf und wir hoffen einfach mal, dass wir irgendwas ziehen. Wir hatten ja die in letzter Zeit eigentlich relativ Glück. Das ist zumindest ein Bordschild. Das ist schon mal gut. Das ist ein Brasilianer, das ist auch gut. Ein Linksverteidiger, ja. Let's go, Marcelo. Das ist sehr gut. Das ist, glaube ich, sehr gut. Ich weiß nicht, was der kostet. 20k hoffe ich mindestens. Wir sind ja auf der PlayStation, da sind die Spieler meistens ein bisschen mehr wert. Komm schon. Sei mal mindestens 20k wert. Let's go, 35. Damit gehen wir einen großen Schritt, einen sehr großen Schritt in Richtung das. In Richtung des Teams, was wir uns bauen wollen. Das ist schon mal mega gut. Marcelo, Daumen hoch für dich, mein Freund. Wir haben noch 7 Packs, also aber damit haben wir schon mal sehr, sehr viel geschafft. Das war schon mal eigentlich der Spieler, den wir brauchten. Wir werden logischerweise schauen, ob unser Packlack hier so weitergeht. Aber das sieht dann jetzt doch, glaube ich, recht realistisch aus, dass wir das schaffen, auch ohne halt die ganzen Spieler zu verkaufen. Nicht klar, wenn ich jetzt hier die ganzen Spieler abstoßen würde, könnte ich machen, würde ich noch Coins kriegen. Aber wäre halt nicht so klug wegen den Aufgaben. Deswegen möchte ich das, wenn möglich, ohne schaffen. Und einfach nur, um die wichtigen Spieler zu verkaufen. Wie jetzt zum Beispiel Marcelo oder auch die beiden Informs, die ich ja noch habe. Von dem letzten... Oh, das gibt wieder einen Boardspieler. Von dem letzten Pack-Opening Schweiz. Tor, vielleicht Birki sogar. Jan Sommer. Aber immerhin den 84er aus dem Zwei-Spieler-Pack. Ich weiß nicht, ob 84er mittlerweile was wert sind. Ich glaube irgendwie immer noch nicht. Wir schauen mal. Ja, ist sogar auch untauschbar. Also hat sich das eh erledigt. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Prime Gold Spieler Set. Schauen mal, was da so drin ist. Auch das gibt wieder ein seltener Spieler. Aber durch Marcelo, 30k Spieler, das war ja schon mal gut. Also gerade auf dem RTG-Account freut man sich ja über jeden einzelnen Spieler, der über 5k irgendwie kostet. Wie gesagt, auch der Silberspieler, ich weiß nicht, ob ich ihn mittlerweile verkauft habe hier. Das war leider gar nichts. Warcott hat ja eine Flashback-Karte, aber die ist für uns ja nicht wirklich interessant gewesen. Und dann haben wir hier noch die Hälfte von einem 50k-Set immerhin. Wir machen allerdings erstmal das auf und dann halt Packs, wo wir, glaube ich, jeweils 6 seltene Goldspieler haben. Da kann eigentlich, wie ich finde, noch der ein oder andere gute Spieler drin sein. Das ist auf jeden Fall leider wieder gar nichts, das können wir skippen. Und dann werde ich auf jeden Fall gleich alles mal verkaufen und euch dann auf dem Laufenden halten, ob wir das denn geschafft haben. Und dann seht ihr natürlich auch das Team. Dem hierbei war noch drin mit einer 82, ist okay. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erst eins von den Packs auf, dann das seltene Goldspieler-Pack und dann wieder das andere. Dann gehen wir so im Wechsel und jetzt hoffe ich natürlich, zumindest irgendwie auf den Inform oder sowas. Aber das ist leider nicht mal ein Boardspieler, sondern De Rossi mit einer 82. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich meine, der Marcelo war schon in Ordnung, aber ihr seht, wir haben 6 seltene Goldspieler. Halt auch hier viele Silberspieler. Okay, der ist auch wieder relativ viel wert. Liste ich auch einfach mal direkt, weil, wie gesagt, wenn die jetzt für den Preis weggehen, wäre das für mich wirklich absolut in Ordnung. Da werde ich aber gleich dann nochmal ganz in Ruhe nachschauen. Wir haben hier noch einen Bundesligaspieler, der ist aber auch nicht so viel wert. Dann haben wir jetzt noch 6 seltene Goldspieler. Auf geht's. Da habe ich letztens, glaube ich, David De Gea gezogen auf meinem Main-Account. Und das ist ein Walker, komm schon, bitte, das ist nice. Frankreich, oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Stürmer, oh mein Gott. Oh, aber es ist trotzdem voll gut. Es hätte halt auch Mbappé sein können. Aber Lacazette ist überragend, der kostet 100k oder so. Damit können wir uns das Team leisten. Ich habe sogar erst überlegt, den in mein Team zu stellen, hat aber keine Coins. Vielleicht werden wir den sogar behalten als First Owner. Denn ich werde es euch gleich zeigen. Aber Lacazette ist schon mal... richtig gut. Wir haben echt viel Glück auf dem Account. Und noch Azpilicueta. Der kostet auch nochmal 10k. Auch mega gut. Dazu noch Fabian. Ist der auch noch ein bisschen was wert? Nee. Aber wir schauen erstmal, was Lacazette wert ist. Oh, Lacazette, mein Freund. Lacazette, mein Freund. 120k. Der nächste Spieler über 100k. Wir hatten ja erst Suarez in den ersten Division Rivals Rewards. Dann hatten wir ja Bale und so. Und jetzt Lacazette. Also, da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Und ja. Dann würde ich sagen, letztes Pack, das war schon mal top und dann gucken wir mal, ob das reicht, aber das wird jetzt definitiv reichen. Dann zeige ich euch gleich das Team, kauft die ganzen Spieler und dann würde ich sagen, freue ich mich auf die Weekend League.
Aber das war ein voller Erfolg. Das hat sich wieder extrem gelohnt. Ich sag's euch immer wieder: Macht diese Top-Partien-SBC und immer die, wo es halt Packs gibt. Wenn möglich mit irgendwelchen Spielern, die ihr habt, untauschbar oder so. Ihr seht das ja hier auf dem Account. Okay, hier bin ich jetzt auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen mehr Glück als wahrscheinlich die meisten von euch, aber irgendwann hat man sowieso Glück. Und ihr seht das ja: 941.000 Münzen, das passt. Ich würde mal sagen, für euch gibt es jetzt einen ganz kurzen Cut. Ich werde ein paar Spieler verkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder zum neuen Team. Und jetzt kommen wir zu meinem neuen Team und das ist es. Ich finde ein richtig geiles Team. Wir haben vorne Son, wir haben Mertens, wir haben Lukas, wir haben Insigne, ne? Ich finde einen richtig geilen Angriff. Auch hier wieder werde ich es ähnlich machen, so wie ich es in der ersten Week gemacht habe. Dort hatte ich ja Vidal neben Lingard stehen. Und jetzt spiele ich hier Firmino aktuell in der 442 als eher ZDM, aber ich nutze ihn halt einfach als einen Spieler, der halt auch noch nach vorne viel machen kann. Mit der Higher Workload mit 88 Ausdauer sollte er einfach ähnlich sein wie Lingard. Das fand ich ziemlich geil. Nur halt noch deutlich besser und daneben dann halt Allen. Und in der Innenverteidigung einfach, ja, ziemlich OP. Sehr schneller Außenverteidiger. Mit Roussillon sowieso noch einen, den ich unbedingt mal spielen wollte. Und im Tor dann eine unserer Foot Champions Karten. Ich finde, wir haben eigentlich alles eingebaut. Wir haben eine Foot Champions Karte, wir haben Son, wir haben Lukas, meinen Lieblingsspieler. Wir haben eine absolute OP-Innenverteidigung. Ich hoffe, euch gefällt das Team. Mir auf jeden Fall. Ich habe Bock auf die Weekend League. Und ihr seht dann natürlich im Laufe der nächsten Woche, wie ich damit abgeschlossen habe. Wünscht mir Glück. Und ja, das war's mit dem Video. War auf jeden Fall ein mega Erfolg. Das Team sieht nach einem Monat, finde ich, richtig geil aus für ein LTG-Team, oder? Dafür, dass wir auch nicht jede Weekend League damit spielen, bin ich damit voll zufrieden. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.